Kaffee und Fahrrad. So gelassen wirkt der 72-jährige Juwelier am Tag nach dem Raubüberfall. Jetzt wird er sich der Frage stellen müssen, warum er keine Alternative zu den tödlichen Schüssen in seinem Geschäft sah. In der Nachbarschaft zeigt man vollstes Verständnis. Ich würde mich auch wehren, wenn mich einer angreift, und die Möglichkeiten, die ich dann habe, die würde ich ausnutzen. Wenn einer vor mir steht und eine Waffe in der Hand hat und ich nicht erkenne, was es für eine ist, dann schütze ich mich erstmal selber. Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tage. Zwei mit einer Pistole bewaffnete Männer betreten den Juwelierladen in der Altstadt von Celle. Mehrfach, berichten Anwohner, wurde dort schon eingebrochen. Der Inhaber und seine 71-jährige Frau sind gerade alleine im Geschäft. Die Lage gerät offenbar außer Kontrolle. Bislang wissen wir, dass der Ladeninhaber mindestens zwei Schüsse abgegeben hat auf diese Täter und dass er auch beide getroffen hat. Es ist dann in dem Geschäft einer der beiden mutmaßlichen Täter an dieser Schussverletzung gestorben. Sein mutmaßlicher Komplize starb noch in der Nacht im Krankenhaus. Der Fall weckt Erinnerungen an einen Einbruch vor 4 Jahren. Ein 63-jähriger Jäger schoss einem 18-jährigen Einbrecher in den Kopf. Der soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Der Schütze wird im Prozess freigesprochen. Notwehr, so die Richter. Der Zeller-Fall könnte ähnlich ausgehen. Der Umstand, dass einer der Täter bewaffnet gewesen ist und offensichtlich auch eine Schusswaffe bei sich geführt hat, spielt natürlich eine erhebliche Rolle, weil das ein massiver Angriff auf das Leben und die Gesundheit der betroffenen Personen bedeutet. Entscheidend für die Bewertung ist, ob sich das Ehepaar auch anders hätte wehren können. Gegen den Juwelier wird jetzt zunächst routinemäßig wegen Verdachts auf Totschlag ermittelt.